Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir werden jetzt in diesem Part, wie ich im vorherigen Part schon angekündigt habe, damit wir diesen Ofen bauen können, ein paar Erze sammeln und hoffen dabei, ein paar Monster schön kräftig in den Allerwertesten zu treten, weißt? Hi, guten Morgen. Der Flint. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Ach so, ja gut, das habe ich ja schon gelesen. Das hatte ich ja schon gelesen. Aber ich musste da ja speichern und es ist nun mal so, wenn man speichert, dann geht man natürlich einen Tag später, ne? So, erst einmal. Hier ist der Ofen. Ich brauche 20 Kupfererz und 25 Steine. Steine dürfte kein Problem sein, tatsächlich. Aber ich lege das mal alles hier rein, was ich nicht brauche. Ja, doch, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ich brauche nur die drei, beziehungsweise die zwei Sachen. Machen wir dann die 1, da die 2 und das tun wir dann da ein. Go, würde ich dann sagen. Ah, stopp. Das Wichtigste haben wir natürlich vergessen. Hallo, würdest du? Danke. So. Weil wir sind ja ein guter Farmer und wollen, dass unsere Sachen ja auch wachsen. Ja, dass wir kein Wasser haben, ist mir schon klar. So, jetzt haben wir es aber wieder. Ho, 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 ho. So. Ich finde das schön mit dem Frühling. So, jetzt können wir weitermachen. Bin mal gespannt, ob das Schwert eigentlich durchgehend bleibt oder ob es auch irgendwann kaputt geht. Aber das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Ja, stell einen Schmelzofen her, das habe ich ja jetzt vor. Mit unter anderem dabei, erkunde die Mine. Weil wir sind ja gute Minenarbeiter und müssen natürlich die Mine erkunden. Nö. Ach, ich glaube, ich laufe jetzt gerade den falschen Weg, oder? Oder. Ja. Map. Schon gleich weiter rechts. Ja gut, dann machen wir das mal. Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Geil. So, wo haben wir denn jetzt noch mal diese dämliche Mine? Theoretisch müsste ich nach oben. Da ist sie ja schon. Perfekt. Jetzt werden wir zum Erze-Jeff. Ein paar Steinchen. Oh, Geode, was ist denn das? Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin. Das ist interessant. Kupfererz. Steine! Steine! Ich brauche noch Kupfererz, Leute. Kupfer. Kupfer. Nicht Stein, Kupfer. Och Leute, ich geht doch mal. Da haben wir Kupfererz. Steine. Stein. Wer hätte gedacht, Steine? Steine. Nix. Du, ich muss auf die Energie aber aufpassen. Ich will noch eine Geode. Nice. Oh, und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Bis. Ja, gut.
2 Kupfererz, das ist sehr schön. Die Musik ist ziemlich nice. Hä? Ist doch. Ach, oh, okay. Okay. Kann er verteidigen? Warum nicht gewettet, mein Freund? Das wurde nie gemetzelt, das Vieh. Kupfer! Was haben wir denn hier? Kupfererz. Oh, hat sich aber gerade voll gelohnt. Okay, auch nicht schlecht. Jede Menge Kupfer. Wir haben fast die Kupferanzeige fertig. Nein, noch 2. Das wird eng. Das wird richtig eng. Okay, wir haben ein Schwert benutzt. Perfekt. Unser Ziel ist erledigt. Wir haben genug Steine und Kupfer. Wir werden jetzt wieder hochgehen. Und kann man jetzt direkt. Ja, cool. Kann sofort nach oben. Nice. ja. Wir werden uns jetzt diesen schicken, schnieken Schmelzofen bauen. Und diesen werden wir uns genau irgendwo hinstellen. Ich weiß noch nicht wohin. Das wäre der Hartz IV. So, schmelzen, nutzen den Schmelzofen, um einen Kupferbarren zu schmelzen. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Wir haben noch genug Kupfererz. Naturgut. Schleim. Quarz. Ach, hier muss ich einstehen. Der Gunther. Ich glaube, wir gehen mal zum Museum. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, wo es ist. Da ist der Schmied, das will ich aber nicht. Da, 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 da. Gut, bis 18 haben wir noch Zeit. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt dahin. Eventuell kriegen wir dadurch irgendwas. Vielleicht ein bisschen Geld, das wir gebrauchen können, weil ich meine, wir sind nicht gerade reich, wie man es sehen kann. Das soll man natürlich ändern. Hier haben wir den Schmied und wir müssen ein bisschen weiter. Hä? Was denn? Oh boy. Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Da solltest du mal eventuell mal sammeln gehen. Das wäre vielleicht eine Idee, wa? Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Oh, Geodude. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genau unter die Lupe nehmen. Aber es gehört dir. Wir machen einen fairen Preis. Ich muss dir mal einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Mineralien spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Ja, das nehme ich gerne an. Denk darüber nach, ja? Ach ja, wenn du etwas spenden willst, bringe das Objekt einfach zur Rezeption.
Und dann geht's los. Hey. Map. Wen haben wir denn hier? Den Louis. Den Museum spenden. Kann ich das Geld dafür oder nicht? Wie, nur eins? Ist ja uncool. Uncool. So, der Schmied kann die ja aufbrechen. Dann gehen wir mal zum Schmied. Zum Schmied-Heini. Vielleicht gibt's ja irgendwas Interessantes. Werkzeug gerade aufbrechen, laden. Geode. Ach, da Geode aufbrechen haben wir es doch. Okay. Was ist denn das denn? Erdkristall? Verstandter Schleim. Okay. Na gut, haben wir noch. Hupala. Haben wir noch ein paar Sachen. Tatsächlich. Dem Museum spenden. Wie cool, dass du überall hinlegen kannst. Gibt es wenigstens irgendwie Geld oder sowas? Ne, wahrscheinlich nicht. Was? Versteinerter Schleim. Dieser kleine Typ könnte 100.000 Jahre alt sein. Wow. Quarz, ein klarer Kristall, der häufig in Höhlen und Minen gefunden wird. Und was bringt er mir? Köfferfleisch, okay. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass man mit den Sachen irgendwie was herstellen kann später. Allerdings weiß ich natürlich noch nicht was. Das werden wir erst zur nötigen Zeit herausfinden. Jetzt erstmal kümmern wir uns um den Schmelzofen. Der darauf wartet, aufgebaut zu werden. Oh yeah. Ich laufe gerade wieder falsch, kann das sein? Nein. Die möchte ich nicht als Freundin haben. Da können wir mal nachgucken. Denn hier. Warst du je in diesem merkwürdigen Turm westlich von meinem Haus? Nein, war ich nicht. Was kann man denn damit machen? Super, das ist die dämliche. Mani, du blöde Kuh. Okay, gehen wir auch zu unserer Farm. Und gucken mal, wo wir am besten den Ofen hinstellen können. Kann ich auch innerhalb des Hauses aufbauen? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, kann man. Nice. Nee, kann man nicht. Doch, kann man. Kann man nicht. Nein, nein, nein. Es klappt. Oh. Das ist brutal, das Teil. Wie lange dauert das jetzt? Und wie lange dauert das jetzt? Kann man das mal vielleicht einer sagen? Hä? Das ist blöd. Kupferbahn. Die kacken seiner Kohle. Kein Bock mehr. Jetzt hast du auch keinen Bock. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Tatsächlich würde ich gerne wilden Meerrettich und Lauch. Ein Bahn aus purem Kupfer. Was haben wir denn jetzt? Archäologie. Gunther hat dich darum gebeten, neue Artefakte oder Mineralien dem Museum zu spenden. Er meinte, er würde dich ab und an mit seltenen Waren konvertieren. Belohnung. Nice. Erkunde die Mine. Erreiche Ebene 5 in den Mine. Das hatte ich noch nicht. Gut. Das schaffe ich jetzt leider nicht mehr rechtzeitig zum Schmied. Nee, der Schmied hat schon zu. Also das können wir vergessen. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal darum kümmern, ein bisschen noch hier sauber zu machen. Halt, was noch geht.
Das tue ich nochmal hier rein. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was ich hier abbauen kann. Was? Das ist übel. Nee, kann ich vergessen. Scheiße. Gut, dann legen wir uns für diese. Legen wir uns auch mal hin. Was? Bitte was? Entschuldigung. Hä, was? Minenarbeit Stufe 1, Level Up, Spitzhacken, Effektivität, neues Herstellungskirschbombe. Was kann ich mit der Kirschbombe herstellen? Nummer 110 extra. Nice. Sechster Tag im Frühling, Jahre 1. Ein bisschen Geld haben wir wieder. Hier, auf jeden Fall. Ich kann hier was abernten. Nein. Nee, geht nicht. Kann man die eventuell dann wieder zusammen machen oder geht das nicht? Ich meine, ich habe nichts dagegen, ich jetzt mal wieder ein paar Samen. Okay, interessant. Verkaufen wir die mal. Und das andere bewässern wir wieder. Nein! Fuck! Das war nicht gewollt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach, stopp. Ich habe mir noch Pastinakensaat. Das benutze ich doch jetzt mal. Hallo? Nee. Gut. Das wäre erledigt. Wir wollten zum Schmied. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht haben wir Glück. Ja, wir gucken einfach mal. Ich meine, Kupfer ist jetzt nicht so berauschend. Ich könnte eigentlich Quarz herstellen, oder? Probieren wir einfach gleich mal. Ansonsten probieren wir es in der nächsten Folge. Gucken wir einfach mal, wie schnell wir hier fertig sind. Wir haben noch ein paar Minütchen. Okay. Ich sehe so bescheuert aus. So. Okay. Da ist die Schmiede. Nee. Übertrieben. Gut, dann warten wir jetzt einfach noch mal ein paar Minütchen. Beziehungsweise in meinem Fall ein paar Sekunden. Okay. Hallo Boys and Girls. Oh, huch. Tatsächlich bin ich in den falschen Haus reingegangen. Scheiße. Ich wollte nicht hier rein. Aber gut. Werkzeuge verbessern. Ich könnte eine Kupferaxt machen. Dafür benötige ich aber 5 Kupferbahnen und verdammt viel Gold. Shit. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns jetzt darum kümmern, weiter Kupfererz zu farmen. Zu farmen. Ich meine, wir hätten noch genug. Für 2 oder 3. Allerdings fehlt die Kohle auch. Deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part hier an dieser Stelle. Und würden uns dann im nächsten Part wiedersehen in der Mine. Und bis dahin, tschüssel, ciao.